Hallo Leute, ja, da bin ich wieder, der Creighton, und schieb direkt mal ein Video hinterher. Ne? Ich habe irgendwie Lunte gerochen, Geschmack bekommen auf diese Videos und probiere das jetzt mal aus. Ich nehme jetzt mal die andere Kamera am Handy, deswegen sehe ich mich nicht und hoffe, dass ich einigermaßen im Bild bin. Dieses Mal will ich ein Ranglistenvideo machen. Ich habe gesehen, bei vielen Comic-YouTubern, da sind diese Top 10, Top 5 Listen, das ist ja ganz schön beliebt. Und der Creighton, der macht's auch, ne? Der alte Nachmacher. Ich habe mir gedacht, ich wollte euch mal vorstellen, meine beliebtesten oder für mich wichtigsten Comic-YouTuber, und zwar die deutschen Comic-YouTuber. Bei den amerikanischen kenne ich mich nicht aus. Und da mache ich eine Top 5 Liste, also meiner liebsten deutschen Comic-YouTuber. Zurzeit, ne? Ich bin da ja noch neu, habe da auch noch nicht alles gesehen, aber aktueller Stand. Und da fangen wir mal mit dem fünften Platz an. Und der fünfte Platz ist ein junger Mann, einer der jüngsten in der Szene. Der fünfte Platz geht an Renzo M. Renzo M. habe ich zufällig auch mal irgendwann vor ein oder zwei Monaten entdeckt und dachte mir erst, das ist bestimmt nichts für mich. Das ist eine andere Generation, der interessiert sich zwar für Comics, aber vielleicht für ganz andere Sachen, die mich dann nicht so interessieren. Und dann habe ich gedacht, der ist ja auch recht jung, der macht jetzt auch so einen YouTube-Kanal, aber ich war ja etwas negativ eingestellt, muss ich sagen. Und Pustekuchen, der Mann ist echt gut. Also das erste Video hat mich dann, ich weiß nicht mehr welches es war, ich bin ja schon ein alter Mann und ein bisschen vergesslich, aber so ist das. Das erste Video hat mich schon recht beeindruckt, weil bei ihm finde ich sehr gut, ich habe ihn einfach verglichen mit mir. Der ist 14 Jahre alt, ich glaube 14, Renzo, ich hoffe, ich tue dir jetzt kein Unrecht. Und mach dich älter oder jünger, als du bist. Und dann habe ich ihn verglichen, wie war ich mit 14 bei Comics und so. Und ich muss dir ehrlich sagen, dass ich bei weitem das, glaube ich, nicht mich so hätte präsentieren können, wie er das macht. Er spricht gut. Also seine Videos, das ist auch viel besser als das, was ich hier im Moment noch produziere. Das gefällt mir sehr gut, wie er sich ausdrückt, wie er die Comics angeht, was er schon für ein Hintergrundwissen sich erarbeitet hat, in der Zeit angeeignet hat. Das hatte ich in dem Sinne wahrscheinlich nicht in dem Alter so. Ich habe da ganz anders drüber gesprochen, wie er sich mit den Künstlern auskennt, wie er weiß, wo ist die Story zu finden und so weiter. Das liegt natürlich auch am Internetzeitalter, wo man sich informieren kann. Das hatte ich damals natürlich nicht so, aber trotzdem, gute Sache, Renzo M. auf Platz 5. Platz 4 ist ein weiterer junger Mann, etwas älter schon, den ich sozusagen kennengelernt habe, wenn man das so sagen kann, bei einem Crossover, das er mit den guten Comics gemacht hat. Die Rede ist von Comic-In. Der Mann hatte bei Comics einen Crossover vor einer Zeit. Da haben die über den Suicide-Film so ein bisschen gesprochen, über Suicide allgemein, Suicide Squad. Und da ist er mir direkt positiv aufgefallen. Ich fand ihn direkt sehr sympathisch, habe natürlich dann direkt auf seinen Kanal geklickt. Und muss sagen, sehr gut, was der da macht. Auch wie er sich entwickelt hat, vom ersten Video bis hin zu den neuen Videos. Sehr sympathisch, kommt darüber, schaue ich mir wirklich gerne an, diese Videos. Dann kommen wir mal zu Platz 3. Platz 3 geht bei mir an eigentlich Veteranen dieser Szene. Die verfolge ich schon recht lange. Die haben, glaube ich, 2011 angefangen. Da wisst ihr schon wahrscheinlich, wen ich meine. Es geht um Nerds to Nerds. Malte und Celi. Wunderbar, was die da auf die Beine gestellt haben damals. Ich war schwer begeistert bei den ersten Videos, ihre Comic-Reviews zusammen. Klar, einige von euch werden jetzt sagen, das ist kein reiner Comic-Kanal, das stimmt. Die machen auch Sachen hier mit Spiele, wo sie dann selber spielen oder Spiele sprechen. Dann hat der Celi natürlich hier noch seine ganzen Schnäppchen
Trödelmarkt-Schnäppchen, die er da präsentiert. Aber das gefällt mir sehr gut, diese Mischung. Und wenn die beiden zusammen machen, das ist immer so das Highlight. Aber ich gucke da wirklich alles sehr gerne. Grüße an euch beide. Vor allem hier Celi, auch ein alter Masters of the Universe-Fan. Deine Figuren-Reviews, da war ich immer dabei. Ne? Sehr gut. Sind für mich wirklich super Typen und haben das Ganze eigentlich so ein bisschen populär gemacht. Im Deutschen, also ich kannte vorher keinen anderen deutschen Comic-YouTuber, mag es welche gegeben haben, aber Nerds zu Nerds, das waren meine, die ich dann verfolgt habe. Ja, kommen wir mal zu den ersten beiden Plätzen und da wird es für mich sehr schwer. Ich habe zwei Kanäle mit Team Comics Fan 86. Grüße an André, Lars und Sinus, die mich seit knapp einem Jahr jetzt schwer begeistern. Also da habe ich richtig dann angefangen, neben Nerds zu Nerds, die ich dann vorher schon geguckt habe, habe ich sonst nämlich nichts in dem Bereich geguckt. Aber mit Team Comics Fan 86, da ging das so richtig ab. Also die fand ich wirklich super. Und auch da muss ich sagen, wie die sich das entwickelt hat. Die ersten Videos noch so ein bisschen hölzern auch vom André. Und wie locker flockig der alte Mann jetzt hier da agiert, der ist wunderbar. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Comics, kennt ihr auch wahrscheinlich fast jeder von euch. Da bin ich auch sowas von begeistert. Gerade, das wisst ihr ja, seine Comicsammlung, das ist für mich auch so eine Zeitreise. Ne? Er hat ungefähr zur gleichen Zeit angefangen wie ich. Er hat viele Stationen so durchlebt wie ich, E-Harper, DC, dann Condor, Marvel und diese ganzen Sachen, ich verfolge das sehr gerne. Jetzt kann ich mich bei den beiden aber schwer, wer ist jetzt Erster, wer ist Zweiter? Deswegen, feige wie ich bin und mich da nicht festlegen will, nein, ich kann es einfach nicht, werde ich den zweiten Platz streichen und die beiden sind wirklich für mich auf dem ersten Platz beide. Ich finde, also das ist einfach, das kann ich nicht, da kann ich jetzt mir nicht wirklich nicht sagen, wer gefällt mir da einen Ticken besser als der andere. Ich habe versucht, dass dann, wer gefällt mir menschlich besser. Die sind alle sehr nett. Ich habe mit allen jetzt schon Kontakt und so, wirklich sehr nette Leute. Da kann ich keinen Unterschied machen. Die sind ungefähr alle auf der Wellenlänge wie ich. Und dann von dem Inhalt her, da ist eben. Gefällt mir bei beiden, bei dem einen gefällt mir das mehr, bei dem anderen das mehr, aber das gleicht sich fast aus und deswegen beide auf dem ersten Platz. Ja, das war jetzt so meine Top 5-Rangliste. Ich hab's euch, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sind denn eure Top 5 Comic-YouTuber im deutschen Bereich? Schreibt das mal in die Kommentare. Über Kommentare allgemein und Likes natürlich. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir da was geben würdet, wenn es euch gefallen hat. Und ich werde euch diese ganzen Kanäle dann auch verlinken in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!